Da haben wir ja mal wieder einen super Clan-Kriegsgegner gefunden. Wir haben hier auf unserer Stelle von 20 Bases immerhin 10 Elver dabei. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber wir gucken mal beim Gegner, denn der hat mal eben schlappe 10, 11, 12, 13, 14 und er hatte unten noch einen vollwertigen 15, also 75% auf dieser Seite hier. Also da dann viel Spaß. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan, diesmal True Warriors. Ja, die Gegner werden immer schlimmer. Die Gegner werden immer schlimmer, das stellen wir zumehend fest. Also ich stelle es auch im Nachttor fest, denn ich kriege ja fast ausschließlich nur noch 7. Ich bin jetzt maxed out übrigens in meinem Nachtdorf bei der Bilderhall 6 und habe eigentlich nur noch Forschung zu machen. Meine Hexen laufen hier, das ist nur Info, jetzt auf 12 und ich ziehe die Bomber auch hoch auf 12. Die beiden Level gönne ich mir noch, mache dann sicherlich die eine oder andere Mauer und dann gehe auch ich hier auf Bilderhall 7. Aber warum werden die Gegner mal schlimmer? Ihr habt ja im Video von, wann war das eigentlich, von Montag gesehen, wo ich live angegriffen habe, dass es da eigentlich noch relativ rosig aussah, aber ihr seht das jetzt schon am Ergebnis, 60-62 mal wieder verloren. Und woran hat es eigentlich gelegen? Der Gegner hatte, war ja wieder leicht engineert, also im unteren Bereich waren sie total schwach, aber dann der Midrange-Bereich war total stark, denn gerade die Bases, die ich euch ja schon gezeigt hatte, 16, 17 und ihr seht das hier, haben wir nicht gepackt, haben wir etliche Angriffe drauf gelassen und nur hier in dem unteren Bereich, die haben wir uns ja schon angeguckt, hier Kevin, hier meine Wenigkeit mit dem Alex und dann fing es hier eigentlich schon an mit dem Lupe, der sich die 18 geschnappt hat und der Julix musste hier letztendlich auf diese Base hier ran, also ein 9 halber auf einen, oder ein 10er auf einen 9 halber, beziehungsweise ist er gar kein 9 halber, ist ein 10 halber oder ein 10 9 halber oder so, was kann man, ich weiß gar nicht, wie man die nennt hier, die in ein Rathaus 11 sind, ziemlich, na, ich will jetzt nicht sagen, ziemlich starke Helden haben, aber sie haben halt drei Helden hier und ich habe keine Ahnung, wie man diese dann nennt hier, 9,5, 10,5, 9,75 oder so, keine Ahnung, denn die Defense hier ist natürlich so ein bisschen Rathaus 9 Niveau stehen geblieben, hat die Gebäude nachgebaut, die man neu reinkriegt, außer natürlich Adler, außer Inferno-Türme und so sieht so ein Engineered Account dann hier aus und ich denke mal, der Julix hat hier den richtigen Truppenmix vor allen Dingen gehabt, um der Base hier kurz mal den gar auszumachen, also irgendeiner muss es ja tun, so muss man es ja sagen, denn unsere Neuner haben so eine Base hier nicht gepackt, ist einfach so, die ist einfach ein bisschen zu groß, hat vor allen Dingen mit dem dritten X-Bogen hier und auch mit den zusätzlichen Defenses einfach ein bisschen zu viel hier in der Base stehen und dann ist das hier schon schwierig, da musst du schon wirklich ein guter RH9 sein mit einer richtig krassen Taktik, der dann so eine Base hier macht, die gibt es, gar keine Frage, aber leider musste hier jetzt ein 10er ran. Warum ist dieser CK hier war ja noch gelinde. Was das Matchmaking angeht, ihr habt das ja, ich glaube, so stark konnte man das am Montag gar nicht sehen, dass das ja doch schon wieder so ein bisschen komisch war, denn die unteren, die wir gemacht haben, da war ja ein 10er mit drin, der hat hier richtig viel gerissen und uns fehlten letztendlich die Angriffe und vor allen Dingen dann auch in den Angriffen ja einfach die Sterne. Uns fehlten die Sterne, denn ich glaube prozentual, selbst bei dem 60-62 hier, sahen wir besser aus. Und daran erkennt man schon, dass wir diesen Clankrieg hier einfach nur knapp verloren haben. Also nicht deutlich, sondern eher knapp und unglücklich. Uns fehlte einfach das notwendige Quäntchen Glück, um hier noch zwei Sterne irgendwo rauszukitzeln aus diesem Clankrieg. Und deswegen ist das hier aber ein schöner Dreier gewesen von Julix auf die Nummer 17. Und ich gucke jetzt mal ganz aktuell für euch rein. Sie haben jetzt 84, aber als es noch 60-60 stand, glaube ich, waren wir prozentual noch ein bisschen vor. Der Gegner hat halt noch zwei Sterne mehr gemacht und die 15, das ist ja die Versager-Base von mir gestern, die hat sich der Flashloop dann vorgenommen mit Queen Walk. Und Minern hier, oh, bei Minern muss ich ja immer ein bisschen näher ins Geschehen reingehen. So, ich muss mal gucken, wo er denn eigentlich rauskommt. Hier oben fängt er an. Okay, hier oben fängt er an.
Also auch hier musste ein Rathaus 10er letztendlich dran. Hier sind nochmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, hier sind nochmal zwei 9er dran gescheitert. An der Base hier. Echt unglücklich, echt unglücklich. Und damit verballerst du hier Angriffe. Und das ist ja auch immer so ein bisschen Sinn und Zweck. Vor allen Dingen unserer 8er und 9er möglichst viele Angriffe auf sich zu ziehen, die dann nur einsternig oder zweisternig sind, sodass aus den höheren Regionen, so wie hier, also der Gegner hat hier schon eher den Erfolg gehabt, so wie hier, dass hier ein 10er ran muss. Aber ihr seht das hier, Flash ist als 10er niedriger gelistet als der hier mit seinem gerushten RH10, ohne Infernus, ohne dritten X-Bogen und mit Low-Helden hier in der Mitte. Und deswegen seht ihr das hier sicherlich, das Matchmaking. Ich meine, der Flash hat jetzt auch ein 25er Pärchen hier an Helden. Das ist jetzt ja auch nicht so super stark, aber mit den Minern hier auf solche Bases hier. Und da können auch mal ein paar Single-Inferno stehen, glaube ich. Ich glaube, auch die hat der Flash hier schon umgehauen. Und hier schön in der Mitte mit den Heilzaubern. Ja, man muss echt näher rangehen bei den Tunnlern. Und friest jetzt nochmal hier den Flechtschaden hier hinten auf der Ecke. Das war sicherlich sehr, sehr gut. Hier hatte ein, zwei, drei Gebäude schön mit weggefriest, die erstmal jetzt gar nichts machen konnten. Aber man sieht das hier schon, die Masse. Die Masse macht es dann einfach. Und auch auf Level 3 sind die ja recht zuversichtlich und zuversichtlich sind die relativ stark. Und lassen sich zwar auch gerne ablenken von den Skeletttruppen, hat man gerade gesehen, aber es war ja gar keine Defense mehr da. Also nicht so schlimm, hat er ja gut gemacht. Und ich muss jetzt erstmal kurz mal Luft holen, wie ich denn wo weitermache und was wir noch nicht gesehen haben hier. Wir gucken uns den FIFO an, auf den 10er hier, also RH10 auf RH10. Eigentlich haben wir ja gesagt, zu Beginn dieses Clankrieges, unsere 10er müssen eigentlich RH11 machen, damit unsere 11er 3er Angriffe auf deren 10er haben. Das ist uns aber nicht so gut gelungen. Und auch hier hat sich so ein bisschen ja die Frage gestellt, klar, warum geht hier jetzt ein 10er ran, 10 auf 13? Aber ich glaube, es war der erste Angriff von FIFÖ und nicht der zweite Angriff. Aber auch hier den ersten hätte man einfach einen 11er überlassen sollen. Der wäre über diese Base womöglich rübergerutscht und wir hätten hier den dritten Stern rausgeholt. Also wie gesagt, es war ein kleines Quäntchen taktisches Feingespür hier mal wieder an den Tag gelegt und so ein bisschen mehr mit Bedacht an diese Bases rangegangen, denn ihr seht das hier, wie lange so ein 40er King eigentlich hier überlebt, und er hatte die ganze Zeit ja Feuer von dem kleinen Inferno hier, genau wie hier jetzt auch die Buddler. Also die Buddler hier waren eigentlich auch gut gesetzt. Der Heilzauber, viele sagen sich ja jetzt, ah, wieso schmeißen der Vieh für deinen Heilzauber? Ja, der Inferno kann nur 5 Ziele nehmen. Und alle anderen kriegen ja auch Schaden. Und in dem Moment, wo halt der Inferno nur 5 Ziele nehmen kann, werden die anderen Miner durchgeheilt. Also ist das durchaus eine denkbare Geschichte hier, dass man hier auch bei einem Multi-Inferno ruhig einen Heilzauber zockt. Denn wenn du da, ich sag mal, 20 Miner in dem Heil hast, dann kriegen nur 5 Beschuss vom Inferno, die werden jetzt nicht geheilt, aber die restlichen 15 sind komplett in Heilung, weil sie vielleicht schon mit Vorschaden in diesen Heil reingekommen sind. Und deswegen macht das schon durchaus Sinn. Hier hat er natürlich jetzt, ja, hier hat er jetzt gleich mal richtig Pech. Nämlich hier. Pass auf. Eieiei, Doppelpech. Bong. Doppelsprungfalle. Alter. Und ihr hört das hier. Ich habe den Angriff also schon mal gesehen. Und deswegen, sonst kannst du ja eine Doppelsprungfalle nicht ansagen, wenn du es nicht weißt. Aber ich glaube, letztendlich, schade eigentlich. Schade. Gute Truppenkombi. Hat noch einen Eilzauber. Für was auch immer. Und ist aber dann gewesen. Irgendwo kämpft hier womöglich noch ein Bogi an irgendeiner Mauer. Und deswegen läuft die Zeit hier noch so ein bisschen ab. Jetzt wagen wir uns schon mal in die kleinen höheren Regionen. Oh, Masse schon wieder auf 10. Hat er letzten CK auch schon gemacht, aber so sieht hier so ein 10er aus. Ja, also 3 auf 10. Und auf unserer Seite war, glaube ich, unser 10er war dann eher ein RH10. Und ja, der hatte hier jetzt, das war ja nicht der erste Angriff, also die Trolls hier in den Ecken. Wenn es der zweite Angriff schon auf so eine Base ist, dann weißt du natürlich, wie du da rangehst. Dann zockst du eben 1, 2, 3 Bowler, eine Hexe dabei und gut ist. Dann hast du die Trolls in den Ecken zumindest schon mal weg. Und ich glaube, das waren jetzt aber auch die Trolls hier. Weil
Gegner weiß natürlich in der Regel, von wo gestartet wird, aber der Master macht das hier sehr, sehr gut. Hat er mir auch mal erklärt, wie man solche Bases sinnigerweise angeht. Also schön, erstmal nur gegen ein Inferno hier ankämpfen und nicht, wenn man jetzt hier über die Doppelkanonen kommt, hier oben, die ich mal gerade markiere, hier links oben, dann hat man zwei Infernos auf sich, nämlich einen von rechts, einen von links, und dann werden solche Angriffe schnell schwer. Also wenn ihr solche Bases macht hier, die erfahrenen Kämpfer wissen das sicherlich, dann macht es lieber so, wie der Master es hier macht, also erstmal über einen Inferno. Und der zweite, der hat ja jetzt immer so ein paar Ziele hier von den Hexen. Das ist nicht ganz so schlimm. Und zumal das noch ein, war das, ist das ein Single? Oh ja, das ist sogar ein Single Inferno. Also noch viel besser. Der wird einfach nur abgelenkt. Der macht ja ein Skelly nach dem nächsten hier. Und ich denke mal, die Queen wird sich jetzt des Infernos hier annehmen. Erstmal die Luftabwehr wegmachen. Genau, Queen, das ist wichtig. Denn der Inferno ist immer noch abgelenkt. Hier ein Skelly nach dem nächsten. Das war's. Und ich denke, so hat er es gut gemacht hier. Also gut gelöst gegen den Single Inferno. Den erstmal einfach stehen lassen, ohne Freeze und alles. Denn wenn du Hexen in der Mitte hast, dann tut er dir erstmal nicht weh. Denn der muss ja immer wieder aufladen. Und das dauert dann immer so eine Millisekunde. Und dann hat die Hexe aber schon wieder ein, zwei Skelette mehr gespawnt. Also durchaus im Bereich des Richtigen hier. Hat er gut gemacht, denke ich mal. Der Maste. Und bis auf, dass diese Base hier keinen Adler hat, ist sie relativ, ich hätte fast gesagt, niedrig gelistet. Dafür, dass hier eine starke, fast Maxed-Out-Base ist. Okay, der Bogenschützenturm war noch nicht 15. Das war noch ein 14er. Die gefallen mir nach wie vor immer noch besser als die 15er. Weiß nicht, die 15er in diesem Art Retro-Holz-Design. Ich mag die nicht so. Ich mag die 14er vom Design her viel, viel lieber, aber wir maxen alle durch hier und deswegen werden wir hier auch die 15er, denke ich mal, sehen. Aber schön gemacht hier. Und oh, da hat er auch noch einen Troll-Tesla. Na super. Naja, aber ich meine, so ein Troll-Tesla, auch wenn er jetzt hier Max-Ausbaustufe ist, das macht nichts. Der macht jetzt immer nur ein Skelett. Zack, zack, zack. Aber gegen so eine Masse hier keine Schnitte. Super gemacht. Das haben sogar die paar Skelette, glaube ich, da schon gemacht. Und wir gehen hier noch ein kleines Stück höher. Denn höher haben wir auch nicht schlecht angegriffen. Also es hat schon gepasst. Hier ist unser Antius auf die Nummer 7, also 1 auf 7, auf eine Maxed RH11 Base. Und er ist natürlich auch Maxed RH11. Mal sehen, wie er sich hier jetzt schlägt. Ah, okay, er kommt von zwei Fronten, hat hier einmal aufgesprengt hier unten. Und hier, ja, die eine Seite ist natürlich offen. Da kommt er jetzt natürlich auch raus. Ist auch krass gegen den Minenwerfer. Guck mal, was der Minenwerfer hier mit den Hexen schon macht. Aber er heilt die Hexen einfach. Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen im Elberbereich, dass jemand hier anfängt, Hexen zu heilen. Aber an der Stelle macht es natürlich total Sinn, denn die gehen jetzt erstmal nicht drauf. Keine Frage, hat er auf beiden Seiten gemacht, sehe ich gerade. Und habe ich auch, ich muss sagen, habe ich lange nicht gesehen, einen RH11er, der hier mit dieser Kombi sich die Slots eigentlich zumacht, indem er Heiler mitnimmt. Denn so ein Heiler nimmt ja auch, was nimmt ein Heiler? 14 Platz, glaube ich, nimmt er ein. Und das ist natürlich auch an der Stelle mal nicht wenig. 14 Platz, da kannst du schon eine Hexe mitnehmen, zwei Bogies, zwei Schweinereiter und zwei Bogies, beziehungsweise vier Bogies dann. Und oder ein Wizard. Also sich dann hier noch für so eine Masse an Heiler zu entscheiden, ist schon relativ sportlich, aber es bekommt ja auch erstmal wenig Beschuss hier von den Infernos. Der erste ist sowieso weg gewesen, jetzt aber vom hinteren. Ihr seht, dass hier die Heiler halten noch richtig gut durch, weil sie nicht so den ganz, ganz starken Beschuss von den Luftabwehren kriegen. Die standen hier ja mehr in den Ecken drin. Und dann ist das sicherlich die richtige Entscheidung gewesen hier vom Antios mit den zwei Sternen auf die Nummer 7 hier. Nur noch der Adler jetzt, ja, mein Adler ist auch ein paar Tagen endlich fertig. Meine Herren, das dauert hier alles im RR11-Bereich. Das ist auch nicht mehr feierlich und einen hatte ich, glaube ich, noch von hier oben. Das ist der Norman hier, ja, Norman auf die 1. Wow, bockschwere Base habe ich auch noch nicht gesehen, so. Alter Falter, was steht hier alles?
alles gut aufgeteilt, glaube ich. Und Norman hier mit seiner für ihn typischen Kombi, die er jetzt auch schon wochenlang, hätte ich mal fast, pflegt. Aber wenn du weißt, wie du damit angreifst, dann machst du das natürlich immer wieder. Klanburg kommt ja jetzt relativ früh schon raus. Er kann sie hier an der Stelle schön giften, schön die Hexen durchgegiftet vor allen Dingen. Die müssen weg. Der Babydrache ist nicht so entscheidend, sondern die Hexen müssen hier dran glauben, unbedingt. Und jetzt kriegt er allerdings 1, 2, 3, 4, 5, das waren gerade 5 Defenses, voll auf die Queen. Und er geht hier immer noch behende weiter. Immer schön die Mauer her nachschicken. Und das funktioniert sogar. Queen ist jetzt im Chor der Base schon. Das ist natürlich richtig krass. Jetzt zündet er, weil die wird jetzt gleich sowieso drauf gehen. Mal sehen, den Warden kann er allerdings noch zünden. Er zündet jetzt den Warden nur für die Queen. Das ist natürlich top. Es war so gut wie keine andere Einheit dort. Mal eben in der Immunität und schafft die Queen. Ja, die Queen schafft den Inferno noch. Jetzt geht sie aber drauf. Aber die hat natürlich erstmal richtig Feuer auf sich gezogen. Und er funnelt hier jetzt weiter. Richtung außen, hätte ich mal fast gesagt. Einsprung ist in der Mitte schon aktiv. Das sieht man gerade so in dem Gewühl. Aber er hat hier jetzt alles schon mit reingeschickt. Also alles auf eine Waagschale oder in eine Waagschale geworfen. Denn auch die Walküren konnten jetzt nur noch erstmal diesen Weg nehmen. Die Lager hier hinten, da und hier auch die Kaserne waren schon ein bisschen zu weit weg für die Walküren. Also haben die auch ihren Weg hier in die Mitte genommen. Und ich glaube, das war eine gute Wahl hier. Ihr habt das gesehen, 55% wären es dann nur noch. Also hier kommt dann am Ende nochmal richtig, richtig Feuer raus. Aber 6 auf 1, glaube ich, ist an dieser Stelle auch in Ordnung. Ja, gestern ein bisschen CK woanders gesehen, heute mal wieder bei den True Warriors. Also leider alles nur verlorene Clankriege. Jetzt mache ich mir mal gerade Gedanken. Ich müsste eigentlich auch mal wieder einen zeigen, wo man was gewinnt, oder? Schwierig, schwierig, schwierig. Mann. Nicht, dass ich hier Pech bringe, auch in den anderen Clans. Und so eine doofe Aura über mich hängt hier, so die Verlierer-Aura. Das hoffe ich ja mal nicht. Und ich werde auf jeden Fall jetzt auf dem Dienstag, ihr seht die Folge ja auf Mittwoch, die Dorfbesuchsfolgen vorbereiten. Und da könnt ihr gespannt sein. Ich habe jetzt übrigens schon einen Termin für den Clankrieg. Ich kündige den jetzt erst schon mal einmalig an. Also wir werden am 14, 15, 16 spielen. Entschuldigt, 15, 16, 17. 15, 16, 17. Dezember werde ich irgendwo den Community Clan mit euch spielen. Sollte sich das noch umentscheiden, dass ich das sogar in der Woche machen kann, also vielleicht 13, 14, 15, dann mache ich das. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das doch besser am 15, 16, 17, aber in einer Woche, also oder in gut, in einer Woche kann man nicht sagen, in anderthalb Wochen ist es dann soweit. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch noch auf ein paar Folgen von mir in dieser Woche und bis dahin, euer Toto.